Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Es ist Hordenzeit. Es brennt jetzt noch 10 Minuten. Schmilzt ein bisschen mehr ein. Gut, ich müsste alles haben. Ich hoffe, ich habe alles. Wenn ich irgendwas vergessen habe, habe ich Pech gehabt. Da ist auch nichts mehr drin. Das Ding wächst. Oh, der ist fertig. Kommt ihr noch mit hier? Haben wir einen Pilz mehr? Wow, jetzt geht los hier. So, da habe ich auch nichts mehr drin. Wir können rüber. Oh, ich hoffe, ich habe alles, ey. Ja, ich müsste alles haben. Wenn nicht, ist jetzt nicht zu spät. Sicherheitsmotorrad. Wenn ich von da vorne komme und es hier hin schaffe, dass ich mich direkt aufs Motorrad schwingen kann und weg. Das wäre noch so das, wo ich sage, das kriegen wir schon hin. So, das ist mir relativ egal. Die Bäumchen hier müssten jetzt wieder weg. Ich habe die Axt nicht dabei. Echt jetzt? Machen wir das mal so. Boah, wie konnte daneben, ey. Zumal ich gerade Stahlpfeile verschieße, ne? Nur so zur Info. Jetzt habe ich nicht was, um die wegzumachen, ey. Gar nichts habe ich gerade. Überhaupt nichts. So langsam wird es Zeit. Hab noch ein Stückchen Zeit. Ja, okay, wenn sie von da vorne kommen, habe ich halt Pech gehabt. Dann sehe ich sie halt nicht. Ist halt dumm gelaufen. Geht halt nicht anders. Hier kommen die nicht hoch, selbst wenn sie springen würden. Mein Gott. Daher machen wir das mal so. So, den Hammer brauche ich auf jeden Fall zwischenzeitlich. Ersatzessen, Ersatztrinken habe ich noch hier. Ich würde mal zwei Painkiller mit hier in die Packung packen. Hier habe ich noch was zum Reparieren. Holz habe ich auch noch ein bisschen hier. Woodframes habe ich auch noch am Mann. Habe ich auch noch hier welche. Ja, das geht trotzdem. Komm, das reicht. Ich habe hier noch ein Repair-Kit, das nehmen wir mal mit. Und dann bin ich jetzt mal... fast gespannt. Habt ihr was vergessen? Ich denke mal, dass das da gehen wird. Oder lieber einen höher setzen. Lieber da dran setzen. Einfach nur, dass man hier so ein bisschen Licht drumherum hat. Grob. Mache ich das jetzt mal eben hier. Das war's. So, haben wir zumindest ein paar Stellen, wo wir noch was sehen. So, das hier geht eh gleich weg. Dann müsste ich eigentlich alles haben. 300, na, das muss reichen mit den Dingern hier, mit dem Concrete Mix, den ich, wenn ich reparieren muss, zwischendurch. So, das passt.
Ja, geschützt von oben ist jetzt relativ, ne? Aber von unten. So, die habe ich an. Die Stirnlampe, das ist schon mal ganz gut. Habe ich auch den passenden Helm auf? Jo, habe ich. Das wäre jetzt ja noch gewesen, wisst ihr? Jetzt den passenden Helm. Ah, ich habe die falschen Schuhe an. Na gut, okay, egal. Muss ich damit leben. Ich weiß nicht, ob ich den Knüppel überhaupt brauche. Weil durchschlagen werde ich sicherlich nicht. Wenn überhaupt, dann schieße ich durch. Am Anfang vielleicht so ein paar vereinzelte. Damit der Pistole und der Shotgun vielleicht. Ja, das könnte funktionieren. Wie gesagt, mit dem Knüppel. Ich glaube nicht dran, dass das. So. Naja, gut. Die Fackel hier drinnen. Ist nicht so, dass sie es gerade stört. Aber ich pack sie weg. Komme ich eh nicht dran. Und da müssen sie schon. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, ich gehe natürlich erstmal wieder von oben gucken. Ne? Einmal von oben gucken kann man ja. Und dann. Wie gesagt, um mich zu löschen, habe ich was dabei. So, ich hoffe ja, dass sie nicht aus dieser Richtung kommen und nicht aus dieser Richtung kommen. Sondern vielleicht mal so vom offenen Feld da vorne. Da sehe ich was. Da ist eine. Treffe ich die von hier aus? Echt jetzt? Danke. Ich wollte sagen, ich verschließe die guten Stahlpfeile für so einen Mist. Ja, aber das war's, ne? Mehr an Zombies rennt hier nicht gerade nicht rum. Ach, die werden wahrscheinlich eh wieder aus drei Richtungen kommen, wie ich. Aber ich meine, es ist die Tag 28 Horde. Ihr habt mich schon vorgewarnt. Früher zumindest. Bei den ersten Horden nach dem Motto, ja, bis 28, die ersten drei Horden oder sowas, die sind so Larifari und dann kannst du dich aber auf was gefasst machen. Also ich mache mich mal drauf gefasst, dass ich gleich entweder übelst verkacken werde oder vor Schreck, ich weiß nicht was, vor Schreck hier runterfalle. Nur sicherheitshalber gucken, ja, habe ich, okay. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das nicht schon gemacht hatte. So, aus dieser Richtung bitte nicht. Der dürfte nicht hier hochkommen. Und genau aus diesem Grunde. Einfach mal reinhalten gerade. Wo?
Was ist los mit mir? Was? Scheiße! Runter da! Komm nicht dran. Shit. Einfach reinhalten, jetzt triffst du immer, ey. Jetzt wird aber schon kritisch, wa? Hinne. Da sind die Mollys wieder. Ei, 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 die Kiste, die Kiste. Die dürfen sie nicht kaputt machen. Irgendwas haben die da. Irgendeine Schwachstelle. Wieder. Irgendeine Schwachstelle haben die da entdeckt. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas haben die da entdeckt. Hauen die das runter, ja. Meine Herren, ey.
Na, komme ich da nicht auch dran? Shit. Aber hier komme ich noch dran. Auch nicht. Shit. Aber die Horde ist zu Ende. Schöne Horde. Hat Spaß gemacht. Und hier war der erste. Schade, der ist schon weg. Despawned. Ja, hat sich in Grenzen gehalten, ne? Aber schöne Horde. Hat mir gut gefallen. Frage, wie sind die hier rein? Hier. Darüber sind die rein. Ja, schöne Horde. Horde-Loot. Boah, Hunting Rifle, Pistole. Direkt mal entladen. Die Pistole ist ein bisschen angeschnitzelt, also in Ordnung. Ich habe von diesen Dingern eingekriegt. Ich habe hier so einen Iron Chest Armor bekommen, wobei meiner besser ist, um einiges. Die entladen wir mal eben. Haben wir zwei Schuss mehr. Okay, Schuss habe ich hiervon kaum gebraucht. Shotgun habe ich ein paar gebraucht. Ich weiß es nicht. Wir sind mit 250 Schuss rein, glaube ich. Ne? Also wenn die Horden so bleiben, Leute, da habe ich richtig Bock drauf gerade. Gut, die hatten heute die ersten Leuchter dabei. Ja, ein paar Stahlpfeile haben auch verschossen. Von oben halt. War in Ordnung. Fand ich nicht schlecht. Ja, gefällt mir. Lass mal die Fackeln. Naja, nehmen wir mit, ne? Die Fackeln wieder mit und dann passt das schon. Ich musste mich zweimal löschen, weil ich mich zweimal selbst in den Brand gesteckt habe. Das ist eigentlich der einzige Schaden, den ich bekomme. Bis auf den letzten Schlag jetzt hier. Vom Feralen, der hinter mir auftauchte. Aber ansonsten muss ich sagen, schönes Ding. Viele Mollys verballert. 11 Stück, glaube ich. Aber wie gesagt, sonst kann ich nicht meckern. Ist alles wunderbar. Schön gelaufen. Ja. Fand ich gut. Dann gehen wir mal ins Werkeln hier, ne? Gucken wir mal. Das machen wir mal aus. So, was haben wir hier? Oh, ein Antibiotik habe ich auch bekommen. Ups. So, den Anstand davon lassen wir immer hier. Ich kann eigentlich auch mal einen 10er Stack Bandagen hier lassen. Dann habe ich zumindest einen 10er Stack Bandagen immer hier. So, habe ich hier noch Spikes? Nö. Seht ihr, ich habe hier gar keine Spikes mehr. Spikes, dann machen wir mal 25. Dann sollte das passen. Dann nehmen wir hier von die Hälfte noch mit, dann passt das. Dann lassen wir das hier. Das brauche ich nicht. Forged Iron sollte man mitnehmen. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Aber werden wir jetzt sehen. Getränke, Essen, passt noch alles. Drei Painkiller, kommen lassen wir 4 Painkiller hier. Dann haben wir hier was für alle Fälle. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo haben sie angeschlagen? Da? Wie viel habe ich denn überhaupt noch konkret? Ach ja, locker. Ah, hier, die mittlere. Habe ich gar nicht gesehen. Da sind sie gut dran gekommen hier. Da ist auch ein bisschen was. Ja, die haben halt mehr auf die Blöcke hier oben geschlagen, ne, als auf die Blöcke da unten. Mein Gott, Stimme ist weg. Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Ja, aber ansonsten, ich kann jetzt nichts meckern, ne? Guck mal hier. Kann ich von hier aus reparieren? Fällt mir gerade auf. Klasse. Sehr geil. Echt gut. Halt, da war noch was. Brauche ich eigentlich
Komisch. Die Box hat Schaden bekommen. Die Leiter keinen einzigen. Wieso hat die Box denn... Ach, vom Feuer, ne? Kann das sein, dass die Box vom Feuer Schaden kriegt? Die hier. Das ist aber auch doof, dass man die nicht aufwerten kann oder so. Metallbox oder sowas. Kann ich von hier aufwerten? Ich glaub's nicht. Es funktioniert echt. Wahrscheinlich ist es von außen noch schneller. Wobei hier dürfte eigentlich nichts passiert sein. Hier haben sie ja doch da ein bisschen kaum gegengeschlagen, würde ich gerade noch sagen. Da haben sie ein bisschen was angekratzt. Ist alles nur angekratzt auf den Seiten, wo die echt nicht waren. Die kommen immer von hier vorne. Ich glaube, das hat auch was mit der Rampe zu tun. Dass die von da kommen. Man ist jetzt in Ordnung. Also erst kommen sie von hier, klar. Hatten wir ja gesehen. Hat sich ja wieder eingepegelt. Und selbst an den da hinten komme ich ran. Ist ja geil, ist ja klasse, ey. Zwei Reihen kann ich normalerweise reparieren mit dem von hier drin. Okay, zwei Reihen. Das heißt, ich müsste aber auch wirklich dann hier am Rande stehen. Da ist ein bisschen was. Im Grunde. Ich hätte am Anfang, als ich das hier gebaut habe, diesen Käfig, habe ich echt gedacht, ne, die brechen hier relativ schnell durch. Zumindest die ersten Horden, wo wir jetzt nur Ferale und Leuchtende dabei haben, das ist Thema erledigt. Aber so irrt man sich, ne? So irrt man sich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das doch so gut funktioniert. Ja, wir nehmen es mal mit. Die brauche ich eigentlich gar nicht hier, ne? Die werden alle so ein bisschen angekratzt sein, glaube ich. Doch, der ist auch angekratzt hier. Wieso kann ich den jetzt nicht... Was ist der... Shit, das war der Sand da drunter. Der hier ist angekratzt. Ja, der Sand unter den Dingern ist langsam. Den sieht man. Den sieht man auch. Den sieht man auf jeden Fall. Der hier auch. Achso, das war der Boden. Der Spike, der ist angekratzt. Aber im Großen und Ganzen ist das echt gut gelaufen, oder? Hier außen alles so ein bisschen. Aber es ist halt der Boden. Der reicht hier eigentlich auch so. Nichts. Fällt mir echt gut. Also ich hätte den Bau so nicht erwartet. Ne? Mir hat irgendeiner gesagt, dass dieser Bau doch so genial ist, hätte ich ihm wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber... Der müsste auch noch, genau. Noch habe ich ja, ne? A7 habe ich noch. Okay, damit kriege ich jetzt keine neuen hergestellt, aber vielleicht kriege ich die alten damit repariert. Einmal komplett.
Aber ich glaube, die habe ich schon mal repariert jetzt hier. Ist hier noch irgendwo was am Boden? Ja, hier haben sie nochmal gegengeschlagen. Ansonsten. Also mit den drei Reihen Spikes, ich würde das jetzt auch so beibehalten. Drei Reihen Eisenspikes. Ein paar Holzdinger. Wie viel kriege ich da noch raus? Wahrscheinlich genau ein, ne? Ja, exakt. 12 Sekunden dauern die. Aber hallo, ey. Junge, Junge. Ah, hier, den hätte ich noch reparieren können. Ja, okay, da muss ich dann nochmal einsetzen. Der hier ist noch eindeutig kaputt. Der auch noch. Also das Problem ist halt, wenn man halt nur noch diese Stahlspikes oder diese Eisenspikes, Stahl ist es ja nicht, Eisenspikes hat, dann ja, alles gut. Dann braucht man halt mehr von diesem Forged Iron. Statt halt, ne? Aber naja, ich hab's ja so ausgesucht. Wollte es ja so. So, die innere Reihe. Ich mach das jetzt alles mit. Ne, warte mal. Den da, den setze ich. Da setze ich den Stahlspike hin, weil der ist direkt auf der inneren Reihe. So, zack, zack. Glaube nicht, dass das ausreicht hier. Hier muss ich nochmal ran. Dann lasse ich das auch offen. Dass ich weiß, dass ich da nochmal ran muss. Zwei habe ich noch. Ich kann noch welche nachcraften. Ja, muss ich auch. Achso, maximal 9 kann ich noch nachcraften. Ja, okay, dann craften wir halt 9 nach. Drei kommen noch. So, das war's. Mehr habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, entweder muss ich jetzt Holz hacken gehen oder ich hole das Holz von innen noch dazu. Gucken wir mal, was wir hier noch an Holz haben. 13 macht das noch. Ja, komm. Besser so, als dass nachher jemand da durchbricht oder reinrennt oder so. Von innen ist alles in Ordnung. Da hinten habe ich jetzt zwei ausgelassen, weil ich da halt noch reparieren muss. Aber hier ist, guck mal, jetzt habe ich jetzt hier eine verstärkte. Das ist auch nicht schlecht. Hier ist soweit alles in Ordnung, glaube ich. Oh. Dumm gelaufen. Krieg ich die von innen vielleicht? Wo hab ich's denn jetzt? Da sind sie. Ja, zumindest die da. Krieg ich von innen. Den einen kann ich auch noch, glaube ich, von außen machen. Die zwei hier von innen noch. Es geht. So, hier innen war alles in Ordnung, glaube ich, ne? Hier innen war auch alles in Ordnung. Ja, sieht gut aus. Und hier innen ist es auch nicht durch. Wir sind nur hier durchgebrochen, ne? Jo. Okay, dann ein Spike behalte ich. Oh, die restlichen Spikes wollte ich eigentlich hier lassen. Die Fackeln lassen wir hier. Das passt. Die können wir beim nächsten Mal draußen wieder ausstellen. Das bleibt auch so. Wie gesagt, das eine Anstands-Repair-Kit lassen wir mal hier drin. Die Waffen so angucke, war das eigentlich nicht nötig? Ja,
Ist in Ordnung, das restliche Zeug, das hole ich mal von drüben wieder. So, zum Reparieren lassen wir das hier. Das restliche Holz, naja gut, okay, zum Reparieren. Pff. Macht den Braten nicht fett, ne? So, ich finde diesen Perk schön, dass man hier Leben regeneriert und dann alle paar Sekunden noch vom Maximalleben das dazu kriegt. Okay, Leute, jetzt haben wir aufgeräumt, die Horde hinter uns gebracht und ich habe extremst überzogen. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange machen. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Dann setzen wir noch den letzten Spike da unten. Und dann geht's auch ab nach Hause. Und dann haben wir wieder ganz viel Zeit bis zur nächsten Horde. Ich bin gespannt, was wir da machen. Also, macht's gut. Schönen Tag. Tschüssi.